Gertrud Kolmer, Die Tiere von Ninive, Jona Schlusswort. Die Nacht neigte goldblasse Schale, und Mondmilch troff in das kupferne Becken auf dem Dache des weißen Hauses, und eine blaugraue Katze mit Agatsteinaugen schlich und hockte und trank. In einer Nische bröckelnden Tempelgemäuers saß Racham der Geier regungslos mit gesunkenen Flügeln und schlief. Fern hinter den Weingärten lag an wüstem Ort ein gestürzter, verendeter Esel. In seinem gebrochenen Blick fraßen Würmer, und sein Geruch war stinkend und befleckte die reine Luft und verhöhnte den leisen Tau, der ihn netzte. Und er harrte, spitzer fallender Fittiche, des gelben, hässlich nackten Vogelgesichts, bohrender Krallen und des zerreißenden, tilgenden Schnabels, auf das bestattet werde, was Erde und Wind verpestet. Der Geier träumte. Nahe dem Tore der Stadt ruhte am Hügel, den gebogenen Stab zur Seite, ein junger Hirt. Sein Knabenantlitz, erhoben wie leerer, empfangender Becher, füllte sich schimmernd mit dem rieselnden Licht der Gestirne, quoll über, und ihr schwebend sirrendes, singendes Kreisen in unendlichen Räumen rührte sein Ohr. Rings zerging das weiche Vlies seiner Lämmer in dunstig dünnes Gewölk. Ein Kind, kleiner, abgezehrter, schmutziger Leib, bedeckt mit Fetzen, bedeckt mit Schweren, über die Schwelle der Grabkammer hingeworfen, streckte sich, schlief. Es kannte nicht Vater noch Mutter, nur einen Hund, einer der Ausgestoßenen, Verachtetsten, gleich arm, gleich krank, geplagt und zerschrunden, kratzte sich, duckte den Kopf und leckte liebreich die Wange unter den strähnig schwarzen, verfilzten Haaren. Und das Kind ballte die Faust und schlug ihn im Traum. Und ein Sturm flog auf mit mächtigem Braus, ein großer Sturm fuhr von Osten auf und kam und fegte die Weide, entsetzte die Herden und wirbelte totes Geäst und griff wie mit Nägeln in des Propheten Bart, zerrte und zauste. Doch Jona ging, und die Last über Ninive, die er geschaut, hing über seinem Scheitel. Er aber wandelte in schwerem Sinnen. Von der starken Zinne des Königsschlosses schmetterte ein bemalter Stein, und es heulte im Sturm, und es schrie im Sturme, und eine Stimme rief: Um dieser Willen, um dieser Tiere, reiner und unreiner Willen. Und der Gesandte des Herrn schrak und sah, aber nur Finsternis war, und er hörte nichts als ein unablässiges Wehen und Sausen, das seinen Mantel fasste und zog und schüttelte wie eines bittenden Hand das Kleid des unbarmherzig Enteilenden. Er aber kehrte sich nicht, er schritt und raffte und hielt den Mantel.